Juten, Huhu und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Und zwar immer noch EA FC 24. Okay, kommt mal her. Allerdings lass mich kurz spielen wir bei Dynamo Dresden als die machen heute ihre Spiele. Ersten Schritte auf ihrem Weg in Richtung Stammelf. Willkommen. Ja, Stürmer bei Dynamo war's. Dresden. Macht weiter. Diesmal eine Schwierigkeitsstufe höher auf Weltklasse. Also gut. Jetzt liegt's nur noch an dir. Ja, hoffen wir mal, dass wir uns durchsetzen. Es ist ja so, dass man sich hier die Wunsch wählen kann. Aber ich werde es so machen, ich werde die Empfehlung nehmen. Ich werde mir also kein Wunschteam nehmen, sondern ich werde gucken, was sich im Laufe der Saison dann an Empfehlung kommt, was ich davon dann auch nehmen kann, weil man muss ja Verträge erfüllen und ein paar da Sachen gibt es hier nicht, wie zum Beispiel EV-Schusstore. Ich weiß gar nicht, wie ich die mache. Direkt am Namen Tore, ja, mal gucken. Spiele in Startelf, Dreierpacks, wie ich spiele auf. Ich spiele auf. Ich spiele auf Weltklasse. Das heißt also. Ja. Ich bin aber der Teamwork-Typ. Also nehmen wir das. So, dann haben wir hier den Shop, aber da können wir noch gar nichts kaufen, weil wir haben noch aus meinem realen Konto nachempfunden. Finde ich ja super. Sehr realistisch. 0 Euro. So. Wir haben eine 69, habe ich hier ein bisschen kleiner gemacht. Ich bin hier bei 1,90. Hat den Hintergrund, dass ich eben halt irgendwann ja mal schnell werden möchte. Und schnell geht eben halt nur, wenn du kleiner bist. Große Leute dürfen bei EA nicht schnell sein. Und deswegen, ja, ist das jetzt so. So, neutral Testspiel. Ich werde natürlich vorher trainieren. Momentan bin ich noch in der Auswechsel links, aber ich werde natürlich auch nur was trainieren, was ich auch kann. Ja, ansonsten bringt das nicht viel, deswegen, wir werden Schuss bringen. Was haben wir denn hier anpassen? Haben wir da irgendwas? Aber ich glaube, es ist eh egal, weil ich werde ja wieder, genau. Präzise Flanken probieren wir mal. Wir probieren 11 Meter Duell und gibt es hier Schüsse durch den Power-Schuss, kann ich nicht. Schnelle Schüsse gibt es hier gar nicht. Denn hier Schusslinie. Okay, den probieren wir auch mal, kenne ich noch nicht. So, präzise Flanken. Ah, L zielen, X Flanke, ist das Übliche. Nur wie gesagt, wir spielen hier eben halt auf Weltklasse, deswegen. Kutschke. Oh, da gern starken. Und der, oh, der ging drin. Verdammte Mickey Maus Kacke. Hui. Okay. Aber es scheint machbar zu sein. Kann ich hier irgendwas mit. Ah, wir haben noch hier Lupfer. Okay. Dann probieren wir es mal mit. Uff! Schön gemacht, aber. Jawolla. Supi. Hat schon mal ein So. Uff. Okay. Hätte ich gedacht, dass der René jetzt so schlecht wie der platziert war. Jawohl, schon besser.
Zwar nicht unbedingt hart, aber dafür. Jawohl, der war schon richtig gut. Cool. Okay, den hat er gehalten, wie wir alle gesehen haben. Und den auch. Ah, trotzdem. So, jetzt probieren wir mal Schusslinie. Der ging ja sonst wohin. So, jetzt komme ich. Jawohl. Und damit habe ich. Oh. Ist ja einfach. Okay, kaum sagt man den hält er. Ui, der war aber, der war schön. Der war schön schwach. Aber ja. Supi. 3 Levelaufstieg. Belohnung 9 Skillpunkte. Die weg auch erstmal alle in Geschwindigkeit setzen. Tempo, genau. So, sehr schön. Damit bin ich jetzt bei einer Sprinttempo 81. Hätte ich nicht gedacht. Ich hatte doch vorhin, habe ich mich da verguckt? Egal, wir spielen gegen Villarreal B. Okay, wir spielen. Ich habe mindestens einen, dann gehen wir dahin. Ich habe so jetzt B. So, was ist das hier? Schnittstellenpass. Spielt schnelle Flachpässe ohne das Teammitglied, das den Ball empfängt. Ja, nehmen wir einmal. Was ist das hier? Oh, ja. Perfekt. Bin ja mal gespannt, wie ich mich auf der Schwierigkeitsstufe mit einem alleine. Dann mache so, wir werden eine Spielbewertung. Bin irgendwie, keine Ahnung, irgendwas, aber nicht Stürmer. Da stand ich nicht mal vor 5 Jahren. Geil, 5-8. Aber. Irgendwie bin ich jetzt auf dem rechten Flügel oder so, keine Ahnung. Ich sehe nicht, wo der Lämmer oder wie der hieß, die Lämmer, den ich da gerade beerbt habe auf der Position, was der sonst spielt. War so klar, dass natürlich dann irgendwo die. Kopfballstaffette endet.
Ja, sicher. Jawohl, meine erste Vorlage, sehr schön. Geht doch. Wer war der Torschütze? Ein anderer. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Luca Hermann, okay. Ja, Conor, da kannst du mir bestimmt mehr sagen, ob das Startelf ist oder ob das jetzt momentan nur die Reservespieler sind, die sich zeigen dürfen. Das ist das einzigste Dumme am Das einzig Dumme am Ach, schade, aber trotzdem. Ja, ist das einzig Dumme an wenn du nur einen Spieler spielst und die Spielerkarriere, du kannst eben halt keine Taktik vorgeben, ne? Das heißt, leider dümpeln die dann meistens irgendwo hinten erstmal 10 Minuten lang, spielen sich dann den Ball zu und du versauerst da vorne und denkst dich, ey, spiel doch mal, gerade wenn du die Chance hast auf einen Konter, ne? Dann kontern die nicht, sondern die spielen halt sich erstmal 30 Jahre den Ball zu. Oder machen sowas. Okay, also die Abwehr funktioniert immer noch nicht so wirklich. Also die von dem Spiel. Der Team, wo ich mitspiele, ne? Ja, wir resümieren noch mal. Ich habe eine 81 im Sprint. Ja. Ich habe eine 81 im Sprint. Selten so gelacht. Seltenst so gelacht. Auweia, ey. Was macht er denn da? Mal geklappt. Jetzt sind sie ein bisschen cleverer. So, aber wir haben gewonnen. Und das ist wichtig. Ich habe eine Vorlage gegeben, auch wichtig. Ich bin mit meinem Spiel relativ zufrieden. Hätte besser sein können, keine Frage. Ich habe nicht mal aufs Tor geschossen, glaube ich. Aber trotzdem. Finde ich klasse. So, gegen Andorra. Da werden wir jetzt aber mal natürlich trainieren. Und nochmal 3 Punkte. Die Weltgeistkurbik in die Beschleunigung ausgeben, weil Antritt habe ich meiner Meinung nach
62, ja, das ist natürlich nichts. Jetzt habe ich nur 65. Ist ja schon mal besser. Weil stopp. Den Punkt habe ich noch zur Verfügung. Den packen wir auf Abschluss. Genau. So, Klopapierhöhepunkte. Die geht an Dora. Ich werde gleich mit die spielen. Aber ich gehe mal davon aus, dass die bestimmt in der Links spielen, hier in der zweiten spanischen. Aber ich komme wenigstens zum Kopfball. Und das ist doch schon mal... Alleingang, komm. Jawoll! Erstes Tor im Dynamo-Dress. So gehört sich das. Und trotzdem haben wir noch verloren. Gegen Andorra. Also, ja. Was soll ich dazu sagen? Der Highlight-Modus halt. So, gegen, was ist das denn? Kann ich an mir sehen. Amorebieta. So, Levelaufschied 5, nochmal 3. Dann stellen wir nochmal in Beschleunigung, weil ich habe gerade gesehen, Beschleunigung ist echt wichtig. Oi, da bin ich ein bisschen. Da sind wir jetzt bei 69. Da wären wir dann bei 73. Okay. Halt. Volleys. Aber auch da werde ich natürlich größtenteils die Höhepunkte immer nur zeigen. Außer es sind halt hier wesentlich ein Pokalspiel, weil da wollen wir jetzt möglichst weit kommen. Gut, eigentlich möchte ich überall weit kommen, aber... Da keiner zum Kopfball. Ugh. Ärger, Doppelärger. Na, schade. Komm, und jetzt. Jawolla. Geht doch. So, 57. 1-0 durch. Cueto. Gelegenheit zur Flanke. Ja. Gelegenheit zur Flanke. Das wäre natürlich nur schön, wenn sie auch geflankt hätten. Obwohl, ich bin ja nicht mehr so groß. Jetzt 90 ist immer noch groß, aber so mit meinen 2,04 Meter, ich habe eine Karriere bei, ich glaube auch bei Dynamo gestartet, die ich so selber gespielt habe.
Da war ich 2,4 Meter oder 2,3 Meter kannst du da einstellen. Und ja, da war ich natürlich vom Kopfball her richtig gut. Kauf. Warte mal, das hier nehmen wir auf alle Fälle bei Sprungkraft und Trainingsboost. Okay, dann können wir uns auch noch kaufen. Sehr schön. Und dann gucken wir mal nach, was hier nicht verfügbar ist. Sehr schön. Ja, weiter geht's. Dritte Liga steht bevor. Gegen Wien Wiesbaden. Nee, Quatsch, Viktoria Köln. Was erzähl ich denn da? Jetzt gilt's. Sehr schön. Sehr schön. So. Training. Muss halt nur aufpassen, dass ich nicht zu schnell zu hoch komme. So, 73. Und was packen wir beim Schießen drin? So, Spieltag. Und so wie es aussieht, bin ich wohl Leute? In der Startelf. Bleib ruhig sitzen. Aber als was? Also ja, nicht als Stürmer. Richter sind wir mal. Mal gucken. Mal gucken. So, aber das gibt's in der nächsten Folge. Ich sehe gerade, ich überziehe wieder. Bis dahin sage ich danke fürs Zusehen und tschüss, euer Hightower.